Power Reward Showcase. Road America. Haha. Das könnte lustig werden mit dem Auto. Ich lasse mal über schnelles Upgrade, weil mit 300 Piepen kannst du es eigentlich vergessen. Okay, Beschleunigung verbessert, Handling verbessert, Bremsen verbessert. Okay. Yo, dann gehen wir mal ein bisschen spazieren fahren, ne? Also ich glaube, seit dem letzten Spiel kamen 2 Patches raus. 2 Updates. Weiß gar nicht, was dabei war. Ich habe ein Thumbnail gesehen auf YouTube. Keine besonderen Neuerungen. Aber KI wurde wohl überarbeitet und noch irgendwas. Toffelino, einen wunderschönen guten Abend. Na, Pfingsten gut verbracht? Also als Kinder waren wir immer zelten an Pfingsten. Das wäre dieses Jahr mächtig ins Wasser gefallen. Gestern war ich mit dem Sohnemann hier bei uns im Park mit knapp 6,5 Kilometern längsten auf dem Spielplatz. Straßenkurse in Nordamerika. Das ursprüngliche Streckenlayout von 1950 ist fast unverändert. Und auf einmal kam Gewitter ohne Ende, ne? Haben sie das mal untergestellt unter dem Klettergerüst. So, warte mal kurz. So. Ah ja. Das muss weg. Ah. Schon besser. Schon besser. Jetzt ist es noch nicht mehr so laut. Warte mal, jetzt muss ich... So. Okay, ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Sollen wir eben bei Einstellungen gucken. Steht da noch auf Simrig, ne? Also... ABS an, nicht unterstützt, Lenkung, Simulation und Traktion auf Sport. Ja, klingt vernünftig. So, nochmal schnell ziehen. Dann schauen wir mal, ob ich das noch hinkriege. Achso, und an der Performance soll wohl auch gearbeitet worden sein. Wobei ich da keine Probleme hatte. Ich sehe aber schon, es sind nicht so viele Ruckler beim Laden. Also, was heißt Ruckler? So ein leichtes Stuttering halt, ne? Oh, warte mal. Erstmal wieder warm fahren hier. Das Kamera hier. Ja. Ein Zeus. Wunderschönen guten Abend. Ich hab schon gedacht, du bist irgendwas am Zocken. Ja, bist du bestimmt, ja. Na, alles gut. Ich war irgendwie gar nicht so in der Mood, heute zu streamen. Hab ja bis heute den Kleinen gehabt. Der ist dann um 15.30 Uhr ungefähr abgeholt worden. Und dann musste ich mich erstmal kurz hinlegen. Da habe ich ein kleines Nickerchen gemacht. Und nach dem Nickerchen wieder in die Gänge zu kommen, das dauert ein bisschen. Also habe ich versucht, hier ein bisschen mit Haushalt und so mich voranzutreiben. Aber so richtig fit bin ich immer noch nicht. Deswegen mal schön entspannt ein bisschen cruisen hier. Oh, New Game Plus schon gestartet. Hehe, sehr geil. Sehr geil. Ich habe auch mit mir gehadert, das Spiel weiterzuspielen, ne? The Star Wars. Aber... Ne, ich habe jetzt Bock auf Autofahren.
Und hier oben ist so warm, ne? Also draußen sind es 23 Grad. Ich habe hier den ganzen Tag das Fenster auf, weil der Wind recht kühl war. Aber da das Stockwerk hier über eine Wendeltreppe ins untere Stockwerk geht, zieht von da unten halt die Hitze hoch, ne, die sich dann aufstaut. Also ich habe jetzt hier fast 27 Grad. Jetzt schon. Was soll es im Sommer werden? Man behält nicht alle Fähigkeiten. Oh, das finde ich aber komisch. Was ist das denn für New Game Plus? Ich hätte es eher damit gerechnet, dass man beim ersten Durchlauf nicht alles kriegt, natürlich. Und beim zweiten Durchlauf den Rest aufstockt. Ich meine, klar, die Möglichkeit hat man jetzt immer noch. Aber wenn man jetzt schon ein paar Fähigkeiten verloren hat, ist ja schon heftig. Ist es schwerer, das New Game Plus? Oder hast du schwerer eingestellt? Was, eine Runde war das Ziel? Aber 2:30 müssen wir noch schlagen. Und 33 hatten wir in der ersten, okay. Boah, geiles Auto. Was? Vom BD behält man nur die Heckfähigkeiten von Gegnern und die. Verstärkte Heckfähigkeit und die Streams. Wow, okay. Ja gut, andererseits, ne? Das macht es dann nicht einfach zu einem Durchlaufen und Abarbeiten. Da muss man halt auch wieder ein bisschen leveln. Ist ja an sich gar nicht so verkehrt. Wenn ich so an Witcher 3 denke, bei New Game Plus, voll aufgerüstet. Da bist du ja durchmarschiert, als hättest du God-Mode an, ne? Das war ja schon heftig. Außer man hat auf Nightmare gestellt, ne? Dann. Das ging ja gar nicht. Oh, 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 oh nein, verdammt. Runde versaut. Aber Fähigkeitenpunkte sind. Oder? Ja, Fähigkeitenpunkte und Lichtschwertformen. Die Anpassung. Ah ja, gut. Oh. Ah. Ah, verdammt. Nee, okay, ich muss jetzt mal tatsächlich hier auf die Strecke gucken, mal eben. Oh, scheiße, das reicht gar nicht mehr. Also die Zeit reicht gar nicht mehr für eine komplette Runde. Na ja, gut, macht's dann auch ein bisschen spannender. Ist ja nur Bonus. Alles klar, Zeus, bis gleich. Abgelöst, ne, mit 2:33. Gut, als die Runde angefangen hat, sind wir direkt mal aus der ersten Kurve geflogen. Ich finde es immer ein bisschen fies, wenn man die Steuerung übernimmt, entweder direkt vor einer Vollbremskurve oder nach einer Vollbremskurve oder mitten in einer Vollbremskurve, weil dann hast du gar keine Chance. Da könnte man ein bisschen fairer sein.
Ich glaube, ich muss das Spiel ein bisschen lauter machen, ne? Der Pegel sieht nicht so hoch aus. Ja, obwohl, stellenweise ist es, ah doch, ein bisschen geht noch. Boah, und wieder die Kurve. 30 Sekunden bis zum Start des Rennens. Uiuiui. Das könnte spannend werden. Ich meine, das Auto, ne, den Dodge Challenger, das ist zwar ein geiles Ding, aber ist sehr schwer zu kontrollieren. Was hier jetzt überraschend relativ gut geht. Aber man merkt halt das Gewicht von dem Auto, ne? Wenn du da ein bisschen zu schnell in die Kurve bist, dann rutscht du direkt raus. So, spielen wir mal ein bisschen lauter. Was haben wir jetzt so viel? Ja, das könnte zu laut sein. Ja, ein bisschen leiser. Noch ein Stück. So, probieren wir es mal so. Daumen drücken, Leute. Daumen drücken. Du sagst 6. bis 8. Komm, ich versuch mal ein bisschen weiter vorne. Oder? Ne, ich versuch. Das Geld ist eigentlich nicht so wichtig, ne? Wichtig sind die Fahrzeugpunkte, dass wir ein bisschen aufleveln können. Das kriegst du halt nur durch Fahren, ne? Experience. So, Kraftstoff. 2 Runden sind zu fahren. Nur 2 Runden. Aua, wow. Nehmen wir mal ganz wenig Sprit mit. Dass wir ein bisschen leichter sind, dass wir die Kurven nicht ganz so rumjuckeln. Dann schauen wir mal. Irgendwie ist da ein Delay drin. Habe ich so das Gefühl. Okay, also ziehen tut er schon mal. Jetzt müssen wir nur die Kurven hinkriegen. Ja, das war nicht schlecht. Nicht so viel rumgucken. Sonst fliegen wir raus. Ja, das ist schon ein schwerer Bock, ey. Da musst du echt langsam um die Kurve fahren. Wir könnten Fahrwerk gebrauchen. Und oder gescheite Reifen. Echt sacke schwer, ne? Aber ich find's geil, wie es umgesetzt ist, ne? Wie man spürt. Das ist schon echt cool gemacht.
Hey, nicht aus der Kurve geflogen. Weg mit deinem Mustang. Was denn? Also, der Breitbau dran, ne? Da sieht das Ding richtig geil aus. Zur Serie gefällt er mir gar nicht. Ich meine, ja, die Anlehnung an das 67er Modell ist erkennbar, auf jeden Fall. Aber zu brav. So, in dem Breitbau ist das schon geil. Nicht zu weit weg jetzt. Letzte Runde. Wow, 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 wow. Oh, oh. Gut, wir könnten auch mal die Schwierigkeit ein bisschen höher drehen, ne? Von den Gegnern. Das wird man ja dann absehen müssen. Von Rennen zu Rennen und Auto zu Auto. Weil, wie es halt so ist, mit einem Serienfahrzeug zu fahren, was unterste Klasse ist, gegen Gegner, die schon angefangen haben zu tunen, ist schwierig. Aber ich habe so das Gefühl, das KI-Update, das da gekommen ist, scheint wahre Wunder zu wirken. Wenn ihr euch erinnert, am Anfang, ne, als wir mit dem Spiel gestartet haben, da war ja immer einer dabei, der zwar einen schlechteren Leistungsindex hatte. Oh, kick mich doch nicht raus, du Arsch. Oh, habt ihr das gesehen? Ne, irgendwie waren da alle hinter mir. Aber einer war fast doppelt so schnell wie ich. Das ist halt so ziemlich bescheiden von der KI her. Aber das habe ich beim letzten Mal schon bemerkt, dass es besser geworden ist. Und jetzt scheint es ganz okay zu sein hier. Da können wir ruhig auch hochgehen mit der Schwierigkeit. Wow, wow, wow. Rutsch doch nicht so rum, Digga. Ja, wir brauchen Reifen und oder Fahrwerk. Weil der hat uns in die Kurve überholt, der Mustang. Gut, er hat es rausgekickt, aber er hat die Möglichkeit gehabt, uns zu überholen. Und das ist ein schlechtes Zeichen. Weil wir haben es ja gesehen, auf der Geraden, also in der Beschleunigung an sich, sind wir schon gut dabei. Ach guck mal, wir haben aber einen ziemlichen Vorsprung vom Leistungsindex her, ne? 684 im Vergleich zu den anderen. Also da hat keiner die 650. Wu-Tang 79 hat uns abgezogen. Rausgekickt. Okay, okay. Müssen wir das Ding nochmal fahren. Mit ein little bit of tuning. Lulu. Ah, Dimitri. Auch wieder vorne dabei. So. Glückwunsch, Sie haben Medaillon-Trophäe für den 8. Platz in der Power Reward Showcase-Serie erhalten. Außerdem erhalten Sie 5000 Credits. Ja. So. Und das ist jetzt noch ein Punkt, den ich nicht verstehe. Ich habe jetzt eine grüne Medaille. Selbst wenn ich jetzt Erster werde, das haben wir in den anderen Serien gesehen, werde ich nicht Erster.
habe ich nicht so ganz verstanden. Und das haben die immer noch nicht gepatcht. Aufzeichnung statt Replay. Oh, Leute. Okay. Noch ein Versuch. Leistung. So, haben wir denn schon Fahrwerk freigeschaltet? Ja, haben wir. Oh, guck mal. Komm mal dahin. Ja, einpacken. Einpacken. Warte, warte, ich will mal kurz gucken, was er machen würde. Ja, das Gleiche. Okay. So. Kann man denn jetzt mittlerweile mal... Oh, umbauten. Aber nur Motor, ne? Und Antrieb, okay. So, da gibt's immer... Ist alles freigeschaltet? Heckflügel würde uns hier nichts bringen. Stoßstange würde uns was bringen. Was kosten die denn? Ein Huni. Heckschürze. Mehr Geschwindigkeit. Dafür Bremsen und Beschleunigung schlechter. Okay. Motorhaube. Oh. Da tut sich was. Weil Carbon wahrscheinlich, ne? Pack ein. Okay. So, tasten wir uns mal daran. Weiter. Etwa auf der Hälfte der Runde hier in Road America wartet das Carousel, eine perfekte Gelegenheit, um Autos einzuholen, wenn du dich an die Rennlinie hältst und das Auto die ganze Zeit am Limit fährst. Versuchen wir ja. Okay. So, Daumen drücken. Bisschen, was hat sie jetzt getan? Oh, könnte bisschen besser sein. Aha, eben sollten wir noch eine 230 knacken, jetzt eine 229. Warum? Ach so, wegen den Anbauteilen wahrscheinlich. Der wird das dann kalkulieren, was durchschnittlich möglich wäre. Und die Rundenzeit dementsprechend anpassen. Das ist gut zu wissen. Weil, das kann man dann beim Tuning berücksichtigen. Also Lenkung ist echt übel, ne? Ich weiß nicht, ob das wirklich am Gewicht liegt, weil das war eben jetzt nicht schnell. Und er wollte trotzdem nicht komplett einlenken. Kann natürlich auch so eine Controller-Sache sein, ne? Beim Lenkrad ist das was anderes. Ja, da habe ich die 900 Grad zur Verfügung. Das lässt sich mit dem Controller halt nicht so darstellen, ne? Das sollte jedem klar sein.
Das ist ja, glaube ich, die innere Dead Zone ist ziemlich weit hoch. Und die äußere Dead Zone auch, wenn ich mich recht entsinne. Oh. Okay, er liegt aber auf jeden Fall besser auf der Straße. Das Fahrwerk macht sich schon bemerkbar. Muss man nur die richtige Rennlinie finden, die dem Dicken hier auch in den Kram passt. Und dann sollten wir das wohl hinkriegen, ne? Oh. 2:30. So, noch ein bisschen mehr Gas geben. Dann machen wir das. An das Fahrwerk muss man sich erstmal gewöhnen jetzt. Weil ich kann eigentlich jetzt schon früher aufs Gas gehen wie davor. Da fehlt jetzt so ein bisschen der Move. Darauf muss man sich jetzt dran gewöhnen, dass das Auto jetzt ein bisschen besser liegt. Weil früher mit dem Gas heißt, mit dem Heck ein bisschen rumgehen. Und dann passt auch der Kurvenwinkel natürlich um einiges besser. Aber das ist halt eine Gewöhnungssache, ne? Deswegen Training. Oh, 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 oh. Wow, wow, wow. Ja, wenigstens gefangen. Mein Fehler. Da bin ich viel zu sanft auf die Bremse drauf. Das heißt, die Zeit knacken wir jetzt auf gar keinen Fall, weder in der Runde noch in der nächsten. Stoßdämpfer vorne links kaputt, Bremse kaputt, Aerodynamik am Arsch. Die Box brauche ich auch nicht fahren, bringt ja nichts. Das reicht ja nicht mehr für eine Runde. Ja, aber dafür sammeln wir Experience-Punkte und können. Boah, guck mal, die Bremse will gar nicht. Ach du Scheiße. Okay. Dann fahre ich einfach nur noch entspannt die Runde zu Ende. Oh Gott. Ja, das macht schon was aus, wenn Stoßdämpfer und Bremse kaputt sind. Eieiei. Wow, boah, du kannst beim Bremsen gar nicht mehr gerade halten. Und hier vorne rechts, die Bremse greift zu und dadurch zieht er nach rechts. Und zwar heftig. Was halt noch super wäre, wären Rennreifen, ne? Schöne Slicks. In Verbindung mit dem Fahrwerk.
wäre das natürlich der Hammer. Dann können wir eine angemessene Zeit fahren. Aber ich glaube nicht, dass wir die schon kriegen. Wobei ja komischerweise die Aerodynamikpakete. Oh ja, Zeus trinken, gute Idee. Die Aerodynamikpakete auch schon freigeschaltet waren. Ist das vielleicht neu? Muss man die nicht mehr freispielen? Die ganzen Sachen. Das wäre ja cool. Okay, fuck da. Exactly. Na, hab's den kaputt gemacht. Da. Dann schauen wir mal, ob wir es jetzt hinkriegen, ne? Kann ich jetzt noch tunen? Achso, nur so. 0 auf 97, gescheitert. 0 auf 161, gescheitert. Was? Okay. Fahren wir das Ding mal. Die Premium-Erweiterung. Okay, was ist dabei? Nur Kosmetikram oder noch zusätzliche Missionen? Ah, nur Kosmetik. Und was hast du dafür bezahlt, wenn ich mal fragen darf? Weil die, weißt ja, kosmetische Sachen, da bin ich zu geizig für. Das sind Sachen, die habe ich nicht in der Hand. Stell dir vor, jemand hackt deinen Account. Alles weg. Alles weg. Aber gut, ich habe auch die meisten Spiele habe ich digital gekauft. Ist bei mir das Gleiche. Sind dann einfach weg. Und das ist schon krass. Wenn man bedenkt, wie Xbox früher die Leute gebannt hat, ne, auf der 360. Alter. Ich werde durchgedreht. 1799. Ja, okay. Das ist schon einiges, ne? Für Kosmetik. Boah, das war sehr eng. Wenn ich das mal so sagen darf. Digga, Digga. Hörst du auf? Oh, jetzt wieder nach vorne kämpfen. Scheibenkleister. Boah, 25 bis 30 in Rabatt. Das ist aber übel, ne? Also wieder typisch EA. Die Abzocker. Alter, warum sind die jetzt so schnell auf einmal da vorne? Die ziehen ja richtig ab. Oh,
Niemals kriege ich da auch nur ansatzweise genug Fahrzeuge überholt. In zwei Runden. Ja, so viel zum Thema Schwierigkeitsgrad erhöhen. Ich glaube, das können wir erstmal lassen. Geil. Das ist ja geil. Letzte Runde. Du schaffst das. Ja, sieht bestimmt geil aus. Mir wäre es nur nicht wert. Die anderen haben auch aufgerüstet, ne? Mein lieber Mann. Oh, Digga, fahr mir doch nicht rein. Hätte ich so schön die Kurve kriegen können. Gesamtzeitstrafe beträgt etwa eine Sekunde. Da kann ich was dafür. Der ist mir doch eingefahren. Vorsichtig in dieser Kurve. Oh, keine Chance, Alter. Keine Chance. Dritter bleibt's, wenn ich Glück habe. Und im New Game Plus gibt es zwei neue Lichtschwertfarben zum Ausrüsten. Oh, okay. Das war eine gute Leistung. Welche Farben sind das? Wir sind auf P3 gelandet. War ja schon eine Menge dabei bisher, ne? Oder ist bisher eine Menge dabei? Soweit bin ich ja noch nicht. So, dritter. Zeremonie können wir gepflegt überspringen. So, oh, eine Menge Kohle. Alter, ich habe 4 Millionen. Aha, Bronzetrophäe, okay. Das sieht jetzt schon anders aus. Vielleicht war das ja auch ein Bug bei den vorherigen. Rot und Party? Party ist das so, Regenbogenfarbenmäßig oder wechselt das die Farbe? Aber rot ist auf jeden Fall schon mal geil. Darth Vader. So. Was können wir hier noch tun? Reifen. Wo sind denn Reifen? Hier ist ein Reifen. Hoppala. Okay. Tatsächlich freigeschaltet. Boah, Taui. Alter. Seid ihr wahnsinnig? Okay. Warte mal. Gehen mal hier. Und es gibt 3 extra Bonusse, die man ausrüsten kann und die machen das Spiel schwerer. Oh.
Das ist wiederum cool. Das ist wiederum cool. Ja genau, die Motorhaube haben wir. Was hatte die ausgemacht? Einen. Ja, okay, mach mal. Mach mal. Aber kann ich nicht einfach? Ich kann doch hier... Nö. Ja, mach mal. Party ist, wechselt bei jedem Schlag und blockt die Farbe. Ja, das ist cool. Das hätte ich auch genommen. Ah, hier, out of Serie zurück. So. Jetzt will ich mal Stand der Tunics finden. Gibt's das immer noch? Ach was. Okay. Woher weiß ich, ob ich mir das leisten kann oder nicht? Aus schwer. Das erste macht die Gegner passend zur Fraktion, die Gegner random. Okay, okay. Das klingt interessant. Warum ist da ein Schloss? Eine Schlossdatei. 524. 6640. Warum geht das nicht? Vielleicht geht's ja doch. Ja, scheint zu gehen. Testen wir das mal. Oh, reicht das sogar? Ja, aber guck mal, die Querbeschleunigung wird schlechter. Das Gewicht erhöht sich um einiges. 36 Kilo, das ist verdammt viel. Dafür halt hohe Leistung. Wir probieren es einfach mal. Anwendung des Bilds nicht möglich. Wir können Ihren Bild aus folgenden Gründen nicht übernehmen. Achso, ich habe nicht so viel mehr Punkte erhalten. Sind Sie sicher, dass die 650 AP... Bitte was? Für 5... Oh, ja, das ist ja geil. Ja, mach es. Geld habe ich ja genug. Die zweite macht, dass Gegner mehr Schaden machen und man selbst mehr Schaden verursacht. Oh, brutal. Und die dritte macht nach jedem Tod die Kleidung random. Ja, ich will ja gar nicht modifizieren. Alter. Komm. Wir machen das selber. Also. Reifen. Hier, da. Da will ich mal unbedingt hier... Guck mal, das Handling. Von 2,5 auf 3,4. Mit dem ersten. Also mit dem Sport. Das machen wir auf jeden Fall. So, vielleicht können wir noch ein bisschen am Fahrwerk rumspielen. 8 Punkte haben wir nur noch. So wenig. Cool. Das reicht. Ich glaub's ja nicht. 550 haben wir immer noch. Okay. Gewichtsreduzierung wäre eigentlich eine geile Sache, aber das wird nicht... Nein. Okay, okay. Lass überlegen. Frontstabis wäre mir eigentlich fast lieber. Wie Heckstabis. Die gehen. Gucken, vielleicht können wir da noch was mitnehmen. Jawohl. Oh, wie geil. Okay. Bremsen wäre noch ein cooler Punkt. Oh. 600. Ja komm, dann verzichte ich lieber auf die Stabis. Aber das sind 300. Und dann haben wir 550. Und die Bremsen waren 600, ne? Ah. Sonst haben wir ja nichts.
Ne, sonst haben wir ja nichts geholt. Okay, okay. Tricky. Wie könnten wir noch Gewicht einsparen? Gut, wir könnten Aerodynamik verwenden. Wir müssen nur gucken, dass wir die Geschwindigkeit, Höchstgeschwindigkeit nicht so... Guck mal hier, das ist übel. Heckflügel macht auch gewaltig, klar. Heckschütze nicht. Okay, macht die Bremsen ein bisschen übler. Aber die Geschwindigkeit höher. Nehmen wir in Kauf. Motorhaube nehmen wir auch in Kauf. So. Na, umbauen will ich eigentlich nicht. Kupplung. Schneller schalten. Das reicht nicht. Wir haben Leistungsindex. Getriebe, ne. Antriebswelle. Oh, geil. Passt genau. Komm, dann haben wir unser Setup. Ja, sicher. Gucken wir mal, wie wir da durchkommen. Die drei verbrauchen aber keinen Bonus-Slot. Heißt, man kann trotzdem die Bonus einsetzen, die man sammelt. Oh, das ist geil. Also das ist so ein Ding, was mich so ein bisschen geärgert hat. Hat man die ganze Zeit nur drei Slots oder wird das noch erweitert? Weil das, ich weiß nicht was, das war eins habe ich eingesammelt, das benötigt zwei Slots. Und dann habe ich noch eins eingesammelt, das benötigt drei. Sprich, man kann eigentlich nur einen Bonus auswählen, ne? Ich hoffe, das werden noch mehr. Das ist ja schade. Na, drücken wir noch einen Schluck. Am Ende der Geraden auf der Road America ist es manchmal schwierig, die Bremswarnungen in der ersten Kurve zu sehen. Nutz also die Zufahrtsstraße auf der linken Seite als Orientierungspunkt. Das ist mal ein guter Tipp. Vier Slots. Das war auch wenig, oder? Aber gut, ja. Ich hatte nur Hoffnung, dass man vielleicht bis zum Ende des Spiels so der ultimative Jedi wird, weißt du? Mit allen möglichen Bonusdinger und unbesiegbar und gib ihm. Ja gut, wenn du schon mal neues Game Plus bist, wird da nicht mehr viel gehen, ne? Als vier. Schauen wir mal. Ich weiß doch gar nicht mehr. Oder ich weiß es gar nicht. Erweitert man die durch Nebenmissionen? Findet man da Dinge? Bin mir da gerade nicht mehr so sicher. Sechs Stück maximal. Okay, das klingt schon besser. Das wären dann dreimal Bonusse mit zwei Slots. Da kann man was mit anfangen. Ah, die Zufahrtsstrecke hat sie gemeint. Okay. Habe ich nie drüber nachgedacht. Ist ganz cool. Ja, das geht schon gut ab jetzt, muss ich gestehen. Jetzt muss man sich nur noch ans Handling gewöhnen. Dann haben wir vielleicht eine Chance, Erster zu werden. Boah, oh. Wie gut ich da in die Kurve gekommen bin. Geil. Okay, Reifen und Fahrwerk. Das macht so viel aus. Also die Kombination vor allem. Wow, guck mal. Wie federleicht. Oh, oh, ah, das habe ich gerade im Chat gelesen. Nein, aufpassen.
fährt sich super. Fährt sich wirklich super. Guck mal dahin. Boah, da kannst du mit Vollgas durch die Kurven jetzt fahren. Also, nicht alle natürlich, ne? Das fährt sich super. So. Gucken wir mal, was wir für eine Zeit hinkriegen. Yeah, baby. 2,27. Aber ne, mit dem Breitbau sehen die Mustangs ziemlich geil aus, ne? Geil. Fährt super. Das ist ein Unterschied, ne? Aber ich fahre noch nicht am Limit. Noch habe ich ein bisschen Schiss. Ich bräuchte ein paar mehr Runden im Training. Oder im Rennen. Geil. Wow. Oh, oh, es war ein bisschen spät. Nee, es reicht. Ja, wie geil. Ganz andere Welt, das Auto, ne? Als wäre es ein anderes Auto. Gott, wenn da Rennreifen drauf wären, ne? Junge. Was du da für Möglichkeiten hast. Ist immer noch ein bisschen tricky. Ein bisschen halt. Alter!
Hör auf, mich zu kicken. Wir haben noch viel zu viel Sprit drin. Ich glaube, die Chancen im Rennen stehen jetzt um einiges besser. Guck mal, eine dritte Runde haben wir gar nicht geschafft die ganze Zeit. Haben wir gar nichts gemacht, ne? Oder? Was haben wir gemacht? Reifen, Fahrwerk, Stabis, Motorhaube. Yeah, baby. Okay, wir fangen vorne an. Oh, zweiter ist die Prediction. Schauen wir mal. Kraftstoff. Bisschen wenig. So. Ja, 30%, ja. Die waren vorhin auch ganz gut. Und haben gereicht. Jawohl, jetzt haben wir mehr Leistung. Mehr Spritverbrauch. Hm. Schauen wir mal. Ich glaube, bei denen hat sie auch was getan. Halten. Aber erstmal ein bisschen Abstand gewinnen hier, bevor wir ins gemütliche Fahren übergehen können. Meine Nase juckt. Oh nein. Geschafft. So. Das Heck bricht aber nicht weg, ne? Also ich kann da ruhig mutiger sein. Mit Geschwindigkeit und Gas geben in die Kurven. Versuchen wir es mal. Oh, läuft der Schweiß. Eine noch. Los, ein starkes Finish. Ich versuch's. Thank you.
Chancen stehen gut, wenn ich es jetzt nicht irgendwie verbockt durch einen Leichtsinnsfehler. Abstand ist fett. Alter, 4 Sekunden. Das ist echt krass. Oh lala, sehr geil. Und die Zeit wird, glaube ich, auch ziemlich geil. .224, eben im Training war .226. Gute Arbeit. Mega. Wir sind auf P1 gelandet. Alles klar, Zeus. Hau rein, mach's gut. Und ja, trinken, hast recht. Oh, wie geil. Platz Nummer Uno. Jetzt gönnen wir uns auch die Celebration hier. Zumindest die mit Abo. Werbung ist gestartet. Didum.